Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog, heute mit Gerhard. Hallo, Martin. Hallo, Gerhard. Gerhard ist jetzt das große Phantom, wo ich weiß nicht, 20, 30 Blogs habe ich hier mit Sicherheit schon aufgenommen, oder? Hast du schon gemacht hier. Ja, hier in der größten nicht kommerziellen Innenhälterung Deutschlands, wahrscheinlich, man kennt ja nicht alle. Nee, es gibt dann sein Glashaus oben am Haus, der Rundteich hinterm Haus und dann nicht zuletzt dein Lebenswerk hier auf deiner Anlage, deine Koi Lodge. Das ist mein ganzer Stolz sozusagen. Mit insgesamt drei Teichen. Gerhard, wie kam es dazu, dass dich das Koi-Virus so völlig überkommen hat? Ja, wie du schon immer gesagt hast, ein Mann allein nützt nichts. Also bei uns ist es ganz Familie natürlich. Und bei uns hat sich dann so ergeben, dass wir... Tim, geh da mal hin. Ja. Dass ich derjenige bin, der die Technik macht. Mhm. Red weiter. Und meine Frau eigentlich sich ja auch für die Züchterei und so weiter interessiert. Mein Sohn beides halt macht. Der macht auch die Pflege eigentlich. Und somit hat jeder so seinen Aufgabenbereich. Und dann erfreuen wir uns alle, wenn wir uns abends nach der Arbeit hier durch die Innenhälterung oder durch die Außenteiche und so weiter laufen. Das macht ihr dann zusammen? Zusammen oder allein, gerade wie es sich ergibt dann auch. Und auch oft zusammen, wenn man was verändern will, dann verspricht man natürlich zusammen. Aber wenn man natürlich nur über sich... erfreut an den Fischen, dann kann man da alleine. Einfach mal, um Abstand von der Arbeit zu kriegen. Deine Frau Petra und dein Sohn Yannick waren ja selber schon 4-5 Mal in Japan. Ja. Du selbst warst noch nie. Doch, einmal. Du warst einmal dabei? Ja, aber noch vor unserem Koi-Hobby, da hatten wir 4 oder 5 Kois. Das war nicht der Ziel. Ach, da seid ihr angesteckt worden, über eine Kreuzfahrt war das oder sowas? Nee, gell? Das war einfach, das liegt daran, weil der Reiseveranstalter hat gesagt, nach Japan kann man nicht allein fahren und ich mag es einfach nicht, wenn man mir sagt, was man nicht kann. Du bist kein... Und da habe ich gesagt, na gut, dann machen wir halt alles mal, im Sommer kann man nicht nach Japan. Du kannst keine Konishi-Koi kaufen. Du kannst keine 100.000 Euro Konishi-Koi kaufen. Nein, wir haben schon allerhand Konishi-Kois hier da. Das war jetzt auch Spaß. Ja, ich weiß das. Nur provozieren. Ja, ja. Nee, und wir waren auch bei Konishi gewesen, zufällig, weil man natürlich, Hoshima ist ja natürlich, liegt auf der Strecke eigentlich, wenn man sich so ein bisschen Japan ansieht. Ja. Und klar warst du natürlich im Sommer nicht da. Nee. Aber trotzdem haben wir uns dann... Wenn du einmal im Sommer in Japan warst, dann weißt du, warum ich im Sommer nicht da war. Ja, aber wir hatten perfektes Wetter, es war nicht so heiß, es war alles top. Das hat richtig Spaß gemacht. Wie viele Fische habt ihr hier auf der Anlage? Schwierig zu überblicken. Also ich denke mal, von den großen Fischen haben wir so 250, also große würde ich mal ab 60. Und bei den kleinen, das sind es vielleicht 1000. Wahnsinn. Und die kleinen, muss man aber auch dazu sagen, ist der größte Teil selbst gezüchtet. Der größte Teil selbst gezüchtet, genau. Und als ich gerade mit Tim hier reinkam, wir fangen heute, also wir werden wahrscheinlich so 4 Blocks hier aufnehmen, weil ist ja ein bisschen Arbeit, bis man hier einmal durch ist. Als ich mit Tim, der jetzt gleich die Hände aus der Hosentasche und die Kamera in die Hand nimmt, da lacht er, der Vogel. Als wir hier durchgelaufen sind und an dem Becken fangen wir einfach mal an, da habe ich nicht schlecht geguckt. Wir haben ja auch schon mal Blogs gezeigt, wie hier selektiert wurde. Genau. Ja, da hast du einfach eine Aushilfe gezeigt, wie man Fische selektiert. Ja, Aushilfe und gute Freundin, dass sie betreut auch die Fische, wenn wir mal im Urlaub sind. Also das wollten wir natürlich auch. Ja. Und dann haben wir hier ins Becken geschaut und mussten sagen, also als erstes mal bei so einem Kohaku-Becken springt dann erst Rot als erstes mal an. Und das ist schon geil. Also du irgendwie Hoshikin hängt drin, blutmäßig, und was noch? Sakai, Männer, also Männer hatten wir 3. Mhm. Die Hoshikin war eine Dame. Mhm. Und deswegen haben wir auch unterschiedlich starke Rote. Aber ich bin eigentlich doch auch, freue mich da echt dran, für eine Hobbyzucht ist. Also vom Rot bin ich völlig überzeugt, voll geil. Von der Zeichnung ist immer noch gut, und Körper müsste man nicht sehen, die müsste man mal groß sehen. Da sind jetzt welche dabei, die sind ein bisschen kürzer, andere haben sehr geile Körper, aber da müsste man jetzt, weil man es ja nicht kennt, muss man groß sehen. Das ist die First Choice, die erste Wahl, und da drüben haben wir die zweite Wahl, gell? Genau, das sind die haben wir ein bisschen aussortiert. Tadishita. Die sind ein bisschen kleiner, die anderen hatten wir auch wärmer gehalten. Und die Benigoi kommen auch aus der Linie? Ja, die Benigoi kommen auch aus der Linie, sind auch da hinten zum Beispiel einer, der ist ganz besonders rot, also die sind wirklich sehr... Das gilt ganz besonders männlich wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Auch immer die Schönsten, bei euch keine Rolle. Die Schönsten sind es immer. Sehr geil. Wirklich top. Aber du hältst sie gerade kalt, gell? Genau, weil wir haben eigentlich gesagt, wir heizen nicht. Wir halten kalt. Jetzt haben wir so um die 10 Grad.
Wir sind nochmal. Das sind Showa, auch aus 2020 oder von letztem Jahr? Nee, von 2020 auch. Von 2020. Das sind auch die, sozusagen die zweite Wahl. Die haben wir, da haben wir eigentlich. Wo ist die erste Wahl, Showa? Die ist vorne. Hier. Okay. Wir laufen mal einfach weiter. Ja. Ihr habt hier alles eingepackt. Manche Becken sind auch warm oder sind alle kalt? Alle kalt. Die, ja gut, wir hatten die Folie noch drum, die Noppefolie. Hier haben wir. Ah. Jesus Maria. Ja. Da sind die schönen Schätzchen hier. Die sind 2019 bei Konishi geboren. Genau, du weißt es vielleicht besser noch. Boah, Alter, sind das Schiffe geworden. Die haben aber auch, die, auch kalt dieses Jahr. Ja. Deswegen sind auch die Farben ein bisschen. Blass jetzt, aber die sind sehr intensiv von der Farbe eigentlich. Ich weiß noch, wie du vor Weihnachten bei mir in der Anlage warst und so 25 cm Fisch hingeholt hast. Ich weiß es. Ja. Unglaublich. Die haben sich. Über 90, da kommen wir mal im Frühjahr, weil deine Teiche draußen, die gehen jetzt raus, oder? Die gehen raus im Frühjahr. Einer ist ja schon draußen. Ja. Ne, zwei sind schon zwei draußen, sind die haben draußen. Schon umgesetzt, du warst ja auch dabei. Ja. Und hier und das ist die erste Wahl Showa? Ja. Also für eine Hobbyzucht, das ist jetzt nicht das, wo man bei der Shinkokai drüber stolpert, aber für eine Hobbyzucht, da ist ein Deutsch Showa da vorne. Ja, der ist schön, ja, also, der ist super schön. Der mit dem Kreuz oben drauf, mit dem schwarzen, das ist wirklich ein schönes Tier. Also für eine Hobbyzucht, aber du weißt es ja jetzt, was so ein Aufwand das ist, ein paar schöne Fischchen zu kriegen. Ah. Werdet ihr weiter züchten? Ja, ganz, aber auf kleinem, Niveau, will ich mal so sagen. Höchstens eine Verpaarung. Und wenn das ist so viel Arbeit drin und gerade auch bei den Kohakus, den muss man halt doch relativ viel großziehen, damit man erstmal eine Zeichnung erkennt. Also auch bei den, das ist sehr viel Arbeit steckt da drin. Also das sollte man nicht unterschätzen. Und man kann es auch nachvollziehen. Also wenn ihr euren ganzen Aufwand, inklusive Futter, Energie, allem, da könnt ihr euch die schönsten Tosai für kaufen. Zum Beispiel absolut. Bei Konishi. Das ging aber also, man hat ihn dann halt selber. Und du bist ja Rosenzüchter. Ja. Und dann bist du natürlich in der Vermehrung. Selbstgemacht ist besser als gekauft. Naja, nicht so. Nein. So, hier haben wir von letztem Jahr kleine Kohaku. Und die anderen Kohaku waren in der Größe aus noch so bleich? Ja, die waren noch bleicher. Okay. Die sind noch bleicher. Ich kann mich daran erinnern. Ja, du hast du noch gesagt, die sind so bleich. Du musst den einfach hier, das kommt jetzt in den nächsten 2-3 Monaten. Wirst du sehen, dann macht das auf einmal flupp und dann ist das Rot da. Da hört man richtig flupp. Das hört man. Ja, hier haben wir auch eigentlich auch zwei tolle Tiere, da, Muttertiere gehabt. So, was ist das? Oh, das sind die Kiyotsuri von letztem Jahr. Ja, die sind auch alle. Was habt ihr da gezüchtet? Ein Kiyotsuri-Weib mit einem Hiyotsuri-Mann? Genau, so war's. Und wir waren sehr spät, haben uns da entschieden dafür. Wir wollten erst nicht, wollten doch. Und dann hatten wir doch mal kurz Zeit und haben gesagt, wir probieren es. Und dann hat es geklappt. Und, aber von Martin seinem guten Futter haben wir es wirklich, die sind wachsen ohne Ende. Also merkst du schon, klar, sieht man natürlich. Ihr wart wirklich der Running Gag bei uns im Büro in letzter Zeit. Jede Woche wurden 20 Kilo Konishi Number One Tosai Baby bestellt. Und Carina schon und meine Tochter, warum bestellen die nicht mehr? Die bestellen jede Woche, aber gerade hat sich das Geheimnis gelüftet. Sie wollen irgendwann umsteigen aufs große Pellet, aufs Number One und haben immer wieder 20 Kilo. Aber jetzt haben wir gesagt, der Gleichverteilung wegen würden wir nochmal 20 Kilo bestellen. Ja, das ist auch so hier bei denen. Aber hier sieht man auch, welche Unterschiede die Genetik einfach macht. Ja, brutal. Das ist. Das muss man schon so sagen. In Japan siehst du sowas nie, weil die schon vorher selektiert sind. Die sind ständig selektiert. Ja, aber hier siehst du wirklich, welche Unterschiede es gibt. Gerhard, das ist so brutal. Mach mal zu. Ja. Wir haben manchmal, wenn wir die Tosai-Teiche abfischen, kannst du ruhig ran. Ja, nee. Das kriegen nur ein paar tausend Leute dann mit. Ja, das ist ein Schweizer. Okay. Wir haben manchmal im Naturteich, wenn abfischt und die Babykäs sind solche. Ja. Und dann zwischendrin schon wieder solche. Genau. Und das sind in der Regel die sogenannten Fischeder. Ja. Die, wo die Kannibalen, ihre Kollegen fressen. Und die tut ihr das raus? Die werden sofort rausgemacht, weil so ein Fischeder haut am Tag 2, 3, 4, 5, 10 so Teile weg. Ja, ja. Das ist wirklich ja, aber wenn heftig. Du so viel hast, das ist ja, du kannst ja gar nicht alle großziehen. Das ist dann, man möchte halt auch nicht zu viele haben. Jetzt gut, bei dieser Selektion war es halt, dann haben wir halt die Schwarzen erstmal, dadurch hatten wir schon mal eine grobe Selektion im kleinen Zustand. Ihr habt da eine Babykoi-Selektion, die Schwarzen. Ja. Für alle, die später in Modern Koi, wir waren jetzt schon lange nicht mehr in Japan dabei, bei manchen Varietäten kann man eine Babyselektion machen. Das heißt, direkt, wenn die Larven geboren werden,
wie zum Beispiel bei Showa, Hiyotsuri, Kiyotsuri, nimmt man nur die ganz schwarzen. Alle anderen kann man da schon mal. Und da hat man natürlich schon mal. Da dünnt man schon mal ein. Ja, und dann hat man natürlich auch die Versorgung vom Futter her. Ist ganz anders. Ja, genau. Das stimmt. Und hier, das ist immer mein Lieblingsbecken hier im Glashaus, nach den Karaschis natürlich. Ja. Das sind die Elterntiere, aber alles Männer, oder? Alle, das sind unsere Männer hier, das ist unser Männerbecken. Alter, die sind richtig geil. Ja, die sind auch hier mal Koromo, der war auch schon in der... Koromo ist ein Oberhammer. Ist das Isomir? Isomir, oder? Nee, Isomir, ja. Beste Koromo-Züchter Japans, Isomir. Aber das ist ein tolles Rot. Und, das geht nicht besser. Was heißt toll? Das ist ein Himbeerrot. Das ist... Ja. Ja, ist wirklich ein wunderschönes Tier. Aber alle sind so... Nee, das ist perfektes Tier. Die sind alle gut genährt. Mit dem Tier würde Konishi in Japan züchten. Da darfst du dir sicher sein. Er war ja mal hier und da hat er sofort aus dem Ganzen sagte auch, wo kommt dann der her? Genau. Aber auch die Kohaku, die hier... Das ist der Vater. Der Showa hier. Ja. Das Tsubosumi, das schwarz auf weiße Haut, ist ja ein Traum. Janik, wo ist der große Schubi? Der war und schon mal bei der Hiyatsus. Der Goschki da, auch gigantisch. Ja, der ist von dir. Drum sage ich doch, der ist gigantisch. Ja. Und du hattest auch mal, das sind zwei hier. Aber wenn ich dich kurz unterbrechen darf, an alle, ja, weil es immer heißt, Männchen werden nicht so groß. Das, was Gerhard hier mit Männchen gemacht hat, ist far bigger, viel größer als das meiste, was unsere Kunden aus ihren Weibchen machen. Ja? Ja. Also wenn sie, und auch die Körper... Ein normales, untrainiertes Auge würde da denken, das sind Weibchen. Ja? Also wenn man die richtig hält, richtig füttert, gut Temperatur gibt, dann werden das Monster zumindest bis 75 Zentimeter. Die Farbe ist bei den Männern immer top. Das stimmt. Das ist, wir brauchen keinen schön. Lippenstift. Gell? Das ist unser ältester Fisch hier. Der hat sogar... Was war denn das mal? Das war mal ein Showa. Und der war mal komplett weiß. Und wo wir umgestellt haben auf Konishi Number One, ist es jetzt ein Zufall oder war es davon? Das alle ist kein Zufall. Wieso musst du das jetzt in Frage stellen überhaupt? Der ist ja handzahm. Der kommt immer, der will immer. Okay, wir schauen uns heute alle deine Anlagen an. Ja. Frage zum Glashaus: Würdest du es nochmal bauen? Ja, gut, das war ja sozusagen Überfall, aber das ist natürlich toll. In einem Glashaus kannst du einfach super mit das mit. Sag mal, der Boden ist neu, oder? Nee. Da hast du nur, war vielleicht noch mal ein bisschen sauberer wie sonst. Es waren sonst immer 3 cm Sand drauf. Nee. Würdest du wieder so viele Becken bauen? Ja, aber viele Becken ist halt einfach besser, wenn du selektieren. Wenn du es ein bisschen professioneller angehen willst, wenn du große hast, dann hast du viele Sorten zusammen und das funktioniert halt so nicht. Würdest du wieder mit Bürstenfilter arbeiten? Ich würde mit Bürstenfilter arbeiten. Wir haben jetzt gerade einen Freund von mir, der ist Hobbyzüchter. Hobby-Schrauber und der macht mir jetzt noch dass die ganze Elektrik auch noch mal komprimiert ist. Auch unter Wasser kann. Naja, so nett, aber dass die halt alles zusammen hat, der Futterautomat und die Skimmerabschaltung und das alles, was wir hier haben, dass das alles zentral gesteuert wird, dass man dann einen Schaltkasten hat, das ist jetzt hier immer wieder nachgerüstet worden, das ist dann nicht so ganz so perfekt und da und auch, dass man dann auch das Säubern ein bisschen automatisiert, dass man sagt, wir lassen die Becken ablaufen, einmal mit der Bürste drüber und dann läuft es automatisch wieder zu, weil das erleichtert natürlich die ganze Sache. Wir wollen ja nicht zu viel Zeit. Man darf nicht vergessen, Gerhard und seine Familie sind im Besitz von ca. 16 Bürstenfilter. Ja? Und selbst wenn man die dann nur alle 3 Monate reinigt, dann bleibt dann halt trotzdem jede Woche eine übrig. Wenn wir hier jede Woche richtig füttern, dann... Was ist die Futtermenge in der Woche so ungefähr? Weiß ich nicht, den Tag, 1,5 Kilo, wenn wir auch die Kleinen hier, die kriege ich jetzt schon, nicht ganz 1,5, glaube ich, 1,2 Kilo kriege ich die locker. Wahnsinn. Ja, und wir haben, die Werte sind immer okay, klar, natürlich gibt es dann mal einen Peak hoch, das ist normal, aber bis jetzt macht man sich. Letzte Frage für den Block, wenn man das in dem Umfang betreibt. Wir haben jetzt eigentlich nur die Spitze des Eisbergs mal nach oben geschoben. Macht man sich da Gedanken über die Kosten? Rechnet man das manchmal zusammen oder sagt man, Hobbyende will ich nicht wissen? Doch, bei der Wasserabrechnung, daran sparen wir nicht. Und die Stromabrechnung, das sind halt die 2 großen. Strom ist eigentlich das Teuerste. Ja. Strom ist eigentlich das Teuerste. Das musst du wissen, dass wir haben auch... die Heizung reduziert und wir machen auch nur über die Wärmepumpe und das ist eigentlich auch ein ganz guter Kompromiss.
Ja. Und wir versuchen das schon zu machen. Aber jetzt jede Euro aufzulisten, das tue ich mir nicht an, weil ich weiß ganz genau, das ist ein Hobby, das kostet Geld. Wir verdienen hier kein Geld. Also, ja. Perfekt. Ja. Vielen Dank, Gerhard. Geiler Blog. Und jetzt gehen wir an dein Glashaus hoch und ans Rundbecken, genau. Ins Haus rund. Okay. Ja? Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Ciao.